Logisches Hey Ho, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Minecraft Varo News. Lukas ist heute nicht da, weswegen ich die News mit euch durchgehen will und ich werde euch nicht so lange auf die Folter spannen. Wir fangen direkt an und zwar bei Paluten und Dena. Die haben nämlich ein sharpenes 5-Eisenschwert gemacht und während sie in der Folge waren, sind alle noch lebenden Teens auf den Server gejoint und Dena hat dann auf dem Weg zum Portal angefangen zu singen. MC Expert und Veni wollten Crafting Spark snipen, sind dann in den Nether und haben sie dort nicht gefunden und haben dann angefangen Gommes Kiste zu suchen, haben sie dann auch gefunden, aber es war für sie nichts Besonderes drin. Zum Schluss haben sie noch ein paar Bücher und enchanted und es ist nichts weiter passiert. Nun kommen wir zum Highlight der ganzen News und zwar Crafting Pet und Spark of Phoenix waren im Nether und Spark of Phoenix passiert, dass er in die World Border geht und einfach Schaden kassiert und fast gestorben wäre an der World Border. Ich hole die mir, ne? Hey, was außerhalb der Weltgrenze? Was? Ja. Nein, oder? Ich habe Schaden bekommen. Bin fast gestorben. Alter, ich habe mir schon gedacht, Alter, nein, oder? Und schlussendlich bei Raupentumor ist nichts weiteres passiert. Sie haben sich nur ein paar Tränke der Schwäche gemacht. Yo, das war's mit den Varo News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn immer, lasst einen Daumen nach oben da. Wen's interessiert, mein Channel-Link ist unten in der Beschreibung. Dann sieht man sich morgen wahrscheinlich wieder mit Lukas. Bleibt da logisch, haut rein und ein logisches Cheerio. Ciao.